Am Ende wurde es noch einmal richtig eng für den Club im Testspiel gegen den FC St. Gallen. Nach einer komfortablen 4:0 Pausenführung kamen die Schweizer im zweiten Durchgang bis auf einen Treffer heran. Letztlich blieb es aber beim 4:3 Sieg für den FCN, der gerade aus der ersten Hälfte einige positive Dinge mitnehmen kann. Wir haben die Treffer und Einschätzung von Robert Klaus für euch zusammengefasst. Ja, es war natürlich ein völlig anderes Spiel als jetzt noch in der letzten Woche gegen Darmstadt. Darmstadt hat sehr tief gestanden. Wir hatten heute einen Gegner, der sehr viel nach vorn verteidigt hat, sehr mutig verteidigt hat und uns dadurch ein paar Räume gegeben hat. Gerade nach Ballgewinn haben wir das ganz gut ausgenutzt. Wir hatten, glaube ich, immer eine gute Präsenz im Strafraum, auch mit viel Personal, also dass wir da auch verschiedene Optionen hatten und auch eine gute Abschlussqualität. In der ersten Halbzeit waren da sehr effektiv. Das gelingt nicht immer in jedem Spiel, dass man so effektiv ist, dass man auch gleich mit der ersten Situation in Führung geht mit dem Elfmeter. Das hat uns natürlich auch noch geholfen und dann konnten wir unsere Situation gut zu Ende spielen. Wenn man das Spiel heute sieht, dass wir, wenn wir tiefer verteidigt haben, dass wir da auch noch aggressiver hingehen. Wenn wir hoch sind, waren wir gut aggressiv, hatten gute Ballgewinne. Wenn wir tief waren, haben wir gerade da in den Halbräumen ein bisschen was zu viel zugelassen. St. Gallen hat es aber auch gut gemacht. Die haben immer wieder das Zentrum überladen, da gute Situationen rausgespielt. Dass wir da einfach noch aggressiver auch hingehen, wenn wir tiefer verteidigen. Allein schon von den Toren her, erste Halbzeit 4-0, zweite Halbzeit 3-0 für St. Gallen. In Summe 4-3. Klar, zwei unterschiedliche Halbzeiten, liegt natürlich auch ein Stück weit daran, mit welcher Aufstellung wir in welchen Halbzeiten gespielt haben. Wir haben dann schon in der zweiten Halbzeit durchgewechselt, wollten auch den jungen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen, was ich glaube ich auch für die wichtige Erfahrungen sind. Wie gehen sie dann damit um in so einer Phase? Und deswegen können wir offensiv aus der ersten Halbzeit viel rausziehen, können aber auch in der zweiten Halbzeit gerade für die einzelnen Spieler, für die jungen Spieler ein paar Sachen mitnehmen, was wir mit ihnen noch verbessern müssen. Ja, für einige war es ja das erste Mal, dass sie überhaupt bei uns in unserem Trikot auf dem Platz standen. Ich denke, das ist schon was Besonderes gewesen, dass die Jungs das auch genossen haben. Sie haben gesehen, was ihnen noch fehlt, gegen eine gute Mannschaft, die unbedingt Tore machen wollte noch, die uns hinten reingedrückt hat, die aufs Tempo gedrückt hat. Da muss man sich körperlich behaupten. Das hat man gesehen, dass es an einigen Stellen auch noch gefehlt hat. Natürlich ist es dann irgendwann auch schwer, wenn dann wenige von unseren Spielern auf dem Platz standen. Das hat man dann auch gemerkt. Das werden wir mit den Jungs auch besprechen und auch ganz klar aufarbeiten, wo können sie noch ran, was haben sie noch für Themen und was haben sie schon gut gemacht. Gerade im zweiten Durchgang war beim Club noch etwas Luft nach oben. Bedingt allerdings auch durch die vielen Wechsel- und Einsatzzeiten der jungen Spieler. Nun geht es darum, den Schwung aus der ersten Hälfte mitzunehmen und den Fokus auf die restlichen Hinrundenspiele zu legen. Weiter geht's am Sonntag in einer Woche mit dem Spiel beim Karlsruher SC.